Dagegen war die Kathedrale, in der ich eben gerade war, ziemlich günstig. Ach, der überhitzt auch noch, so schön wie es. So wie es sich von Plasmawerfer gehört, überhitzt der. Was ist das jetzt mit Flugdämonen? Kreischer des Siege. Ja, natürlich unendliche Tiefen. So wie sie es fürs Imperium gehört. Folgen wir mal der Pac-Man-Linie ins Portal. Aber trotzdem gucken wir hier hinten nach, wenn noch irgendwas rumfliegt. Lustiger Ausblick in den Warp. Wir sind nicht mehr in Kansas. Toll. 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 Leck mich. Treffen lassen. Das ist eindeutig eine Anlage, die im Warp irgendwo existiert. Ach, da sollen wohl ganz viele Kreischer sein, die da oben rumfliegen. War wohl mal Imperial, bis es wegteleportiert worden ist.
Nette Innendekoration. Feuer da? Oder haben sich nur Türen geöffnet, als ich nach oben gegangen bin? Oh, schau mal einer an. Das ist nur ein anderer Bereich, in den ich rein bin. Das erklärt's. Was soll das jetzt bedeuten? Einsatzbesprechung, ne? Manchmal fühlt sich dieses Ding wie so ein Papagei an, der einfach nur irgendwelchen Bullshit vor sich hin labert. Einen Augenblick für eine ordentliche Warpfeldgranate. Wo sind denn die großen Medkits und Verachtungsplatten, wenn man sie mal braucht? Immer mal niesen. Autsch. Das tat weh. Furchtbar, wenn man an irgendeine Stelle geht, wo ein Secret sehr logisch wäre und da kein Secret ist. Ich bin verarscht. Auf dem Ding gespawnt und konnte ihn runter.
an, ich krieg gleich wieder eine Aufladung an Lebensenergie, da ist sonst ein bisschen was. So nah an den Boden kann bisher auch mit Granaten rechnen. Die wollen mich echt nicht durchlassen hier. So kriege ich langsam diesen Eindruck. Okay, ich nehme mal jetzt danach weiter oder so. Ach, das hier ist auch kein Eingang. Okay, einfach nur verschlossene Türen. Ich hasse verschlossene Türen. Zumindest wenn ich da einbrechen will. Oh fuck. Lebenspunkt ist nicht viel. Aber gut, dass man den Plasmawerfer hat. Der ist gut gegen Terminatoren. Endlich mal ein bisschen Auffüllung, ey. Fuck me. Ich hätte gehofft, eigentlich da mal irgendwie reinzukommen, aber offensichtlich ist das Zimmer verschlossen. Aber das nächste Portal, würde ich sagen. Ne? Alter! Okay. So ein typisches Magier-Ding. Als zwischen Portale hin und her rennen kann ich auch nicht machen. Oh, ich verstehe. Fuck, fuck! Leck mich. Funktioniert eigentlich, bin ich da, wo ich angefangen habe. Alter. Jetzt bin ich über dem Portal, wo ich angefangen habe. Da war ich eben gerade.
sage ich schon. Weiß nicht, wo ich hier durchgegangen bin und dann von oben runter gedroppt wurde. Dann müsste ich doch den da landen? Fragezeichen. Ja, ich erwarte auch Befehle hier. Ich würde gerne auf dem Ding hier langlaufen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Das ist, glaube ich, das auch, wo ich angefangen habe, da wo ich dann auf die Seite gelandet habe. Ja, verirrt. Das ist auch der Sinn der ganzen Übung hier, sie zu verirren. Oh Moment, ich glaube, da komme ich raus und falle dann da auf die Dings. Und da bin ich dann das erste Mal reingegangen. Vielleicht sollte ich vielleicht die andere Seite mal benutzen. Viel weniger vielversprechend aus. Bin ich da hinten lang gelaufen gewesen. Da ist das ganze Blut. Ich frage mich, ob die großen Chaos-Sterne irgendwas zu sagen haben, dass ich da immer lang muss. Bis jetzt ist es quasi so ein roter Faden. Aber wenn ich hier jetzt durchlaufe, lande ich hier. Bei dem kleinen Opfer. Gehe ich den falschen Weg. Einfach bei den Chaosstern folgen. Macht doch Sinn. So wird ein Schuh draus. Aber ja, das ist der richtige Weg. Ich muss den Chaosstern einfach nur folgen. Ich darf nicht daneben springen. Abkürzung.
denke auch. Nicht unbedingt gut, dass man einem Chaosstern folgt als Leitmittel, aber... Jetzt sind die Türen offen. Moment, war da nicht noch eine weitere Tür? Na, ah, sehe ich vielleicht von unten. Ja, sieht aus, als wäre die Tür dann auch offen. Ein Hexer! Da kann es eigentlich ein Kron zu beendigen und bla bla. Wenn ich gleichzeitig Viecher abmurksen und Sachen lesen muss, entscheide ich mich für Viecher abmurksen. Da ist noch was, was ich gebrauchen kann. Chaos-Hexer hatten früher einen sehr unangenehmen
Zauberspruch. Ahriman zumindest hatte den. Der dieselben Werte wie eine verdammte Laserkanone hatte. Damals in der, ich glaube, dritten Edition, war das die dritte oder vierte? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche wir gespielt hatten. Und ein Kumpel von mir hatte halt Chaos Armee und Ahriman und hat gegen unseren bremerischen Ladenleiter gespielt, der ganz gerne mal so ein bisschen Regelfickerei betreibt. Und da mein Kumpel auch so ein fieser Regelficker war, haben die ja sich nichts gegeben. Und mein Kumpel konnte den feindlichen Kommandeur auch durch einen ganz billigen Trick ausschalten. Man durfte Charaktermodelle nicht beschießen, wenn man noch andere Ziele hatte. Oder man war in einer bestimmten Reichweite. Ich glaube, jetzt ist das immer noch ähnlich. Und damals galt es, dass Modelle mit mehreren Lebenspunkten sofort ausgeschaltet wurden, wenn die... Aua. Wenn die Stärke der Waffe, die auf sie schießt, den doppelten Stärkewert hat gegenüber dem Widerstand des Ziels. Scheinbar ein paar Sachen hier respawnen wieder. Keine Ruhe hier. Er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass alles, was der Ahriman von ihm sehen konnte, der feindliche Kommandeur war, indem er zwei Panzer so zusammengestellt hat, dass halt nur noch die Sichtlinie dahin übrig blieb. Und dann mit einem Schuss hat er ihn dann halt direkt vom Schlachtfeld gefehlt, weil der andere war ein Space Marine. Space Marine hat einen Widerstand von 4, jetzt hat er noch eine Stärke von 9, also doppelt so hoher Stärkewert wie der Widerstand. Sofort ausgeschaltet. Das, die Regel gibt es eigentlich jetzt auch nicht mehr. Dann hast du euch nur gefickert rein, dass wir auch nicht mehr durchkommen. Um alles. Versendlich die direkt im Auslassen gedrückt. So.